Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute gibt es eine neue Folge des Survival 1x1. Wir gucken uns an, wie man mit einem Feuerstahl Feuer macht. Viel Spaß damit! Ja, vielen von euch wird natürlich das Feuermachen mit dem Feuerstahl durchaus bekannt sein, denn es gehört zu den absoluten Grund-1x1-Sachen des Survival und des Bushcrafts. Trotzdem möchte ich ein kleines Video für euch darüber machen, um euch Dinge zu zeigen, die ihr vielleicht noch nicht kennt und Anfänger natürlich ein Video zu geben, um überhaupt in das Thema einzusteigen. Wir machen das Ganze heute mit einem Leitmafire Feuerstahl, und zwar den hier. Sowas ist relativ günstig und hält extrem lange. Wir haben hier geschätzte 12.000 Zündungen, wird vom Hersteller so angegeben und kostet um die 12 Euro. Mit diesem Feuerstahl erzeugt man heiße Magnesium-Mischmetallfunken, die dann auf etwas treffen sollen. So brauchen wir irgendwas, was die Funken aufhält und dann mit leichten Pusten oder ähnlichem eine kleine Flamme erzeugt. So können wir zum Beispiel aus dem Baumarkt, die kennt ihr vielleicht vom Grillen, so gewachstes kleine Holzfäden nehmen oder getrocknete Zunderpilze vom Baum oder falls ihr irgendwo bei euch einen Baum habt, der sowas ansetzt, Kien sparen. Das ist allerdings immer so eine Sache, weil viele Bäume werden auch schnell aus dem Wald entfernt und dann findet man sowas nicht. Wenn ihr euch fragt, was überhaupt Kien sparen ist, weil ihr es noch nicht wisst, YouTube einfach eingeben, dort findet ihr etliche Videos darüber. Das Prinzip ist also relativ einfach. Wir erzeugen damit Funken, haben ein Material, mit dem wir die Funken auffangen, was dann eine Flamme erzeugt und legen dann kleine Stöcker in einer verschiedenen Form darum, die dann Feuer fangen sollen, um dann mit der Zeit zu wachsen. Gucken wir uns das mal an. Wir legen also das Material, was wir haben, das die Funken auffangen soll, erstmal irgendwo am besten auf einen kleinen Untergrund, wo wir ja, ein bisschen Halt haben und gut rankommen, wenn wir den Feuerstahl benutzen. Jetzt gibt es verschiedene Techniken, wie man den Feuerstahl hält und wie man ihn an welchem Zunder benutzt. Das hängt meiner Meinung nach immer ein bisschen davon ab, was ihr benutzt. Bei so einem Zunder hier zum Beispiel mache ich gerne, dass ich so drauf setze und dann ganz viel hin und her schabe. Am besten vorher ein bisschen das Material aufgeraut haben, damit es dann Feuer fängt. Und zack, seht ihr, hier haben wir eine kleine Flamme. Das ging relativ einfach, es geht relativ schnell. Wie ihr gesehen habt, einfach feste draufsetzen, wenn man so ein festes Material hat, ja, und dann einfach hoch und runter schaben, schön im 30-Grad-Winkel ungefähr, und dann funktioniert das super. Anders mache ich es zum Beispiel bei Spiritus, da habe ich auch letztens einen kleinen Trick rausgefunden, den möchte ich einmal ganz kurz zeigen. Spiritus hat das Problem, dass wenn es sehr kalt ist, es die Funken nicht so gut aufnimmt. Das heißt, der Spiritus kommt gar nicht erst so richtig in Brand. Um dem Ganzen entgegenzuwirken, können wir zum Beispiel, wenn wir einen Trang hier dabei haben, den Feuerstahl einfach vorher reintunken, sodass hier vorne dann ein bisschen Spiritus sich abgelagert hat. Das geht natürlich am besten, wenn ihr einen relativ langen habt, der dann angezündet werden kann. Dann habt ihr so eine Art kleine Fackel. Das funktioniert halt super bei der Kälte und ist ein kleiner Trick, den ich letztens erst rausgefunden habe. Vielleicht hilft er euch ja weiter. Wenn ich Spiritus anzünde, zum Beispiel in einem solchen Trangier, dann mache ich eben nicht, dass ich es irgendwo raufstelle, sondern dann ziehe ich den Feuerstahl weg. Das heißt, das hier bleibt ungefähr an derselben Stelle, ja, hier leicht rüber, und ich ziehe den Feuerstahl über den rüber. Während natürlich das, wenn ich so etwas anzünde, anders mache, sondern da den Feuerstahl so halte und dann erst runterschabe. Das heißt, die Bewegungen sind unterschiedlich, je nachdem, was ich anzünden möchte. Meiner Meinung nach funktioniert das besser. Also, es gibt zwei Bewegungsmuster. Natürlich einmal bewegen wir den Schaber über das Metall oder wir bewegen das Metall weg vom Schaber. Das müsst ihr ein bisschen für euch selber rausfinden. Ich habe euch jetzt natürlich zwei Möglichkeiten genannt, die ich so benutze. Übernehmt sie oder experimentiert auch gerne mal ein bisschen selber rum, um euch für die euch angenehmste Art zu finden. Natürlich gibt es auch noch andere Methoden, als so einen mitgelieferten Schaber am Feuerstahl zu benutzen. Manchmal reicht auch einfach nur ein Messer mit der scharfen Kante auf dem Rücken, so wie hier bei meinem kleinen Survival-Messer. Praktischerweise hat der zum Beispiel auch noch einen kleinen Feuerstahl mit drin. Das ist so eine Art Biergrills Nachmache. Ja, der Feuerstahl geht aber auch relativ schnell alle. Muss man ein bisschen gucken, der ist auch nicht so leistungsfähig wie der andere. Dort gibt es schon Preisunterschiede und ich denke, beim guten Feuerstahl kann man schon ein bisschen Geld ausgeben, weil der kostet sowieso nie mehr als 12, 13 Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist ein Feuerstahl eigentlich so gut, wo es doch tausende von Möglichkeiten gibt, Feuer zu machen. Es gibt ja zum Beispiel einfach Feuerzeuge, es gibt auch wasserdichte Streichhölzer etc. etc.
Da gibt es zwei Sachen vor allen Dingen, die mir auffallen beim Feuerstahl. Zum ersten ist er deutlich robuster als andere Sachen. Das heißt, egal wie nass er wird, man kann ihn immer benutzen, egal wo er runterfällt, wo er gegengehauen wird und sonst irgendwas. Das ist beim Feuerzeug zum Beispiel nicht so. Das ist deutlich anfälliger. Teilweise auch Sturmfeuerzeuge sind sehr anfällig, wenn es kälter wird. Und natürlich bei Streichhölzern ist es auch immer so eine Sache. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, ja, aber es gibt ja wirklich diese Cowboy-Streichhölzer, die überall funktionieren und auch nass werden dürfen. Jetzt muss man dazu aber sagen, dass die natürlich limitiert sind und so ein Feuerstahl hält deutlich länger. Das heißt damit, wenn ich weiß, wie ich damit Feuer machen kann, habe ich einen kleinen Stahl dabei, einen Mischstahl, den ich immer benutzen kann, sehr oft einfach und der sehr robust ist. Und was noch sehr, sehr praktisch ist, den kann ich überall mit mir rumtragen, das heißt in meinem Standard-EDC. Das heißt, wir können in einem Notfall tatsächlich davon ausgehen, dass wir so einen dabei haben, wenn wir ihn immer an irgendeinem Messer dran haben. Im Portemonnaie kann man einen an der Seite reinschieben, einen kleinen Feuerstahl und, und. Das heißt, es ist einfach die praktischste Lösung, wenn man alle Punkte gleichzeitig beachtet, im Gegensatz zu allen anderen Arten Feuer zu machen. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr noch etwas hinzufügen wollt, es einfach unten in die Kommentare zu schreiben. Zum Beispiel, welchen Feuerstahl könnt ihr empfehlen, welchen benutzt ihr schon seit langem oder welche Technik hier und da an Verfeinerungen würdet ihr noch Anfängern empfehlen, damit sie noch besser werden können. Übrigens, eine kleine Sache fällt mir gerade noch auf. Wenn du als Anfänger das nicht sofort hinbekommst, damit ein Feuer zu machen, dann sei nicht frustriert. Ich habe auch ein bisschen gebraucht und jeder hat mal irgendwann klein angefangen. Einfach nicht den Spaß verlieren und immer ein bisschen weiter ausprobieren, dann wird das auf jeden Fall was. Ich hoffe, das Survival einmal 1 zum Feuerstahl hat dir gefallen. Wenn du etwas ergänzen kannst, schreib es doch gerne in die Kommentare, um den anderen Anfängern zu helfen oder lass uns einfach ein bisschen über die Sinnhaftigkeit von Feuerstahl an sich diskutieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du keins mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Survival-Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.